So. Dann wollen wir mal hier einen Abgang machen. Ja, das. Ich erwähnte das teilweise mit den Hängenbleiben an Stellen, wo wir nicht hängen bleiben sollen. Da war mal wieder eine. Hätte auch drin Dienst haben können. Zeitverschwendung. Draußen ist kein Augenblick. Das ist seltsam. Ich warte nur darauf, dass der sich wieder wegdreht. Der ist suspekt. Alle gleich. Aha, da! Jetzt hoffe ich, dumm und dümmer in Aktion. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier. Irgendwann kotzt mir heute noch ein alter Schnösel auf die Schuhe. Ne, ich kotze auch gleich hier. Da müssen wir raus. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre? Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Mon Dieu! Er hat hier de la Serre getötet! Ich habe gar nicht gecheckt, warum wir es nicht geschafft haben, dieses. Also, ob wir irgendwie falsch getroffen sind oder. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht gesehen. Das ist wirklich nicht so wichtig. Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in partes tres. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, du Perverser! Und sehen Sie heute eine neue Folge aus dem SM-Keller. Wo bin ich? In der Hölle. Typ, Versteck. Ein Bett. Ja, dann hauen wir uns mal hin.
hast du das her, Pesport? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir, so du es kannst. Ja, geht auch schön. Also schon deutlich besser geworden, die Steuerung der Gegner. Also dass sie überhaupt, wie die reagieren. Guter Schlag, Pesport. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Lass ihn bluten! So viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ein dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Kämpf, kämpf! Nein, ach, falsch Schasse. No. Na los! Oh, der ist gar nicht so schlecht, der Junge. Ja, auf die 12. Genau in die Fresse. Hol dir den Bastard. Gib mir, was meins ist, und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann. Gekürzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pistole. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Nochmal! Au!
Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Was ich tue. Schnell, Pisspot, bevor die Wache kommt! Wir haben nicht viel Zeit! Luda, gib das zurück! Gefangene, an die Wand! Auf dessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Druck! Gefangene, an die Wand! Hör mal auf hier. Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Hier da! Vom Leib, Pisspot. Sollte mich einer abboxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Ich habe keinen Kopf. Ein richtiges Katz und Maus-Ding. Bist du jetzt fertig? Ja. Haltest du mir noch vom Leib, Pisspot. Sollte mich einer abboxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Ah. Wenigstens bekommt Verbrecher jetzt einen sauberen Tod. Oh, was geht da? Hoffe, dass der tot ist. Belek, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. So langsam. Was? Ah, jetzt geht das schon deutlich besser. Ich wäre soweit. Ach, du warst nicht tot. Das kann nicht euer Ernst sein. Oh. Oh, ich gehe lieber. Tschüss. Hektisch, hektisch. Aber sind ja Assassinen-Profis und klettern wie die Affen alles hoch. Und abgemurkste Schweine. Und jetzt? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir. Zimmerer! Zimmerer! Ja, bla bla.
Das ist cool, sonst kann der gar kein Französisch sprechen anscheinend, aber alle anderen. Wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kanzel! Tja, Spiel vorbei. Schade. Danke fürs Zuschauen. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine... Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Wen soll das bedeuten? Schön, jetzt Paris erkunden können.
So wie es aber weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.